Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist und heute gibt es von mir ein hoffentlich so super lustiges Video. Denn wie ihr wahrscheinlich schon den Titel entnehmen konntet, habe ich meine kleine Schwester Chantal geprankt und das nicht nur einmal, nein, ganze zwei Male konnte ich das Ganze filmen und hoffe, dass ich euch jetzt damit super unterhalten kann. Was ich zu der ganzen Sache aber gesagt haben möchte ist, auch wenn meine kleine Schwester zum Teil so ein bisschen genervt, total abgefuckt von mir und lustlos und so ein bisschen müde und kein Bock auf nichts Modus ist, hat, wie auch immer, nimmt sie mir das Ganze nicht allzu übel. Also ihr müsst wissen, ich pranke meine Schwester 20.000 Mal am Tag und andersrum ist das genauso. So haben wir uns also nicht irgendwie gestritten danach oder so und es ist auch alles in Ordnung. Sie ist nicht umgekippt. Ihr werdet später eh sehen, worum es ging. Sie hat mega Husten bekommen und so. Aber ja, alles ist okay. Das wollte ich nur gesagt haben, weil vielleicht eine Szene ein bisschen brutal aussieht. Bleibt aber unbedingt bis zum Ende dran, denn ihr könnt was so Krasses gewinnen. Ich kann euch ja schon mal eine Kleinigkeit verraten. Und zwar werden zwei Leute von euch dort draußen mich treffen können und einen kompletten Mittag, Nachmittag, Abend mit mir verbringen dürfen. Und ich freue mich einfach so sehr, diese Verlosung jetzt starten zu dürfen. Ich werde euch am Ende nochmal genaueres dazu sagen. Also bleibt auf jeden Fall noch bis zum Ende dran. Ich freue mich ganz doll. Ich würde jetzt sagen, ganz viel Spaß bei den Pranks und dann sehen wir uns im Anschluss wieder. Piu. So Leute, ihr seht mich jetzt mal hier aus einer komplett anderen Perspektive und zwar geht es darum, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, pranke ich jetzt meine kleine Schwester und hier startet auch schon der erste Prank, denn meine kleine Schwester, die feiert heute nämlich ihren 12. Geburtstag nach und das natürlich nicht alleine, sondern sie hat oben ganz, ganz viel Besuch von Freundinnen. Ich glaube, insgesamt sind es jetzt 5, 6 Mädels, die oben heftig feiern und Spaß haben. Und ich werde ihnen, glaube ich, den Spaß jetzt, sei es auch nur für 1, 2, 3 Sekunden, rauben. Und da kriege ich nämlich auch ganz, ganz liebe Unterstützung von meinen Eltern, die ja auch sehr viel Sinn für Humor haben und mir jetzt gleich mal helfen werden. Meine Mama steht nämlich schon im Hauswirtschaftsraum und wird gleich den Strom oben in ihrem Zimmer an- und ausschalten. Und ich werde mit meinem Papa eine Leiter aufbauen an das Fenster von meiner Schwester. Ich werde natürlich als miese große Schwester hochsteigen und dann, wenn der Strom ausgeht und meine Mama meinem Papa das Signal gibt, werde ich anfangen, am Fenster umzukratzen. Mal schauen, wie sie darauf reagieren werden, aber ich schätze, sie werden alle ziemlich schreien und Angst bekommen. Ja, wir sehen uns dann gleich nochmal und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß.
auch die Herkunft der Äpfel. Habe, ey. Und da willst du es sauber machen? Alles okay? Ich schau mal jetzt. Alles okay? Es brennt voll im Hals. Alles okay? Hast du den Mund bekommen? Herr Bilou ist aber nicht zum Verzehren. Herr Bilou soll man nicht essen. Mach dich sauber, Mensch. Wie siehst du? Der Hund hat gefurzt. Riechst du, dass der Hund hat gefurzt? Sagen, gelungen. So Leute, das war's auch schon wieder mit meinem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Dann sehe ich und weiß ich das. Und jetzt kommen wir auch schon zu meinem Gewinnspiel bzw. zu meiner Verlosung, die an zwei Leute von euch da draußen geht. Ich werde am 16.10. in München auf der Filmpremiere von Burg Schreckenstein sein und dort den Film vor Kinostart sehen dürfen und außerdem auch über den roten Teppich gehen können. Und das Coole kommt jetzt, zwei Leute, wie schon erwähnt, dürfen mit mir mitkommen, plus eine Begleitperson jeweils. Das heißt, dass zwei Leute von euch jetzt diese Verlosung gewinnen können und dann jeweils nochmal eine Begleitperson mitnehmen können, sodass wir am Ende vier Leute sind, mit mir dann fünf. Wir werden also gemeinsam am 16.10. in München auf der Filmpremiere von Burg Schreckenstein den Film vor Kinostart sehen und auch zusammen über den roten Teppich laufen. Dabei bitte zu beachten ist aber, dass die Reisekosten von mir und von der Filmpremiere Burg Schreckenstein leider nicht übernommen werden können. Der Film ist ein deutscher Film und ultra lustig. In diesem geht es unter anderem auch um ganz viele Streiche bzw. Pranks, so wie in diesem Video. Ich blende euch jetzt einfach mal den Trailer ein. Du kommst auf ein Internat. Kein Internet, sondern Internat. Es ist eine Burg, ganz alt. Richtig abenteuerlich. Sie heißt Burg Schreckenstein. Das ist Ihr neues Zuhause, Stefan. Hey, wer ist das denn? Hallo, Stefan. Herzlich willkommen. Machst du hier mit? Er ist kein Schreckensteiner. Dann hilf ihm, einer zu werden. Bist du bereit, ein wahrer Schreckensteiner zu werden? Wir sollten Rosenfelserin einen Streich spielen. Das sind die Mädchen aus dem Internat unten am See. Vor allem behaupten sie, dass der See zu Schloss Rosenfels gehört. Gibt es Krieg? Nur Rache. Macht sie fertig. Möge die Nacht mit euch sein. Wer war das? Ein Huhn. Diesmal sind sie zu weit gegangen. Das kriegen sie richtig zurück. Ketchup in unseren Schuh. Apfelmittel ins Trinkwasser. Ist das hier üblich? Nicht in den letzten zwei Jahrhunderten. Das war eine rhetorische Frage. Was ist eigentlich eine rhetorische Frage? Wahrscheinlich etwas speziell Weibliches. Keine dämlichen Streiche mehr. Nein. Wenn es keine Mädchen wären, könnten sie mir fast leid tun. Aber es sind Mädchen. Was geht ab? Wie findet ihr ihn? Also ich finde ihn auf jeden Fall super cool. Diese Verlosung geht natürlich an meine Abonnenten. Das heißt, du solltest erstens Abonnent meines Kanals sein, um an dieser Verlosung teilnehmen zu können. Zweitens einen Daumen nach oben da lassen. Und drittens mir in die Kommentare schreiben, was der witzigste Streich war, den du jemals erlebt hast oder gar selbst gespielt hast. Somit hast du auch schon teilgenommen. Und ich werde dann am 9.10. die zwei Gewinner hier in die Infobox schreiben. Ihr findet außerdem alle anderen Informationen ganz detailliert auch nochmal in der Infobox aufgeschrieben. Das heißt, wenn du jetzt nicht mitgekommen bist, beließ dich einfach doch unten in der Infobox. Dort findest du nochmal alles ganz detailliert. Ich hoffe einfach nur, dass ihr euch genauso freut wie ich, einen Film vor Kinostart sehen zu dürfen, mit mir gemeinsam über den roten Teppich laufen zu können. Ich meine, das ist auch nicht Alltag.
und dass ich euch einfach solche Chancen versuche zu geben. Das war's dann aber auch wirklich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Nacht, Mittag, Morgen, Abend, egal wann ihr dieses Video gerade schaut, und ich sage tschüss.